Zwei Tage vor den Ferien zogen Schüler und Lehrer des Clemens-Brentano-Gymnasiums in Dülmen noch einmal alle Register. Am Mittwochnachmittag präsentierten sie die Ergebnisse der Projektwoche zum Thema Europa, Vielfalt und Einheit. Dazu waren auch die Eltern eingeladen. Also wir haben hier im Forum gleich ganz viele Vorführungen. Zum Beispiel kommt unsere Akrobatikgruppe auf die eröffnet das Ganze mit Manege frei. Wir haben Europa tanzt. Das ist ein Projekt, was die Tanzschule Herzog mit unterstützt hat. Ja, wir haben ganz unterschiedliche Küchen hier. Also einmal die russische Küche, die türkische Küche. Das war ja klar, dass also auch so Nationalitäten dann schön kochen können. Bei Natur auf der Spur oben im Bioraum wollte man zeigen, welche Vielfalt in Europa in der Natur ist. Wir haben auch ein Projekt, das ging über die Verbrecherjagd in Europa zum Beispiel. Also überall war das Thema mit Europa irgendwo eingeflochten. Insgesamt 76 verschiedene Stationen bzw. Veranstaltungshighlights konnten im Schulgebäude besucht und im Forum angeschaut werden. Zum Start präsentierten verschiedene Schüler Akrobatik, Jonglage und Tanz. Mit der Kochkunst in Europa beschäftigten sich andere Schüler. So wurden unter anderem russische Speisen vorbereitet. Sie fanden reißenden Absatz. Also wir hatten einmal die Pelmeni und da haben wir auch noch in zwei verschiedenen Varianten unterschieden. Und zwar einmal mit dem Hackfleisch und den Zwiebeln und einmal in den Kartoffeln. Das ist halt die vegetarische Variante. Und das wurde halt gekocht und dann das kann man mit Schmand zusammen essen. Im Biologie-Klassenzimmer konnte die Pflanzenvielfalt in Europa mittels Mikroskop näher betrachtet werden. Die Schüler hatten dazu vorher in der Natur verschiedene Pflanzen ausgesucht. Das Fach Physik präsentierte selbstgebaute Fluggeräte. Mit einem Film wurden die Flugeigenschaften dieser Objekte der Schüler demonstriert. Selbstgefertigter Schmuck und Pralinen fanden besonders das Interesse der Eltern, die sich die Ergebnisse ihrer Kinder anschauen wollten. Die Einnahmen kamen einem wohltätigen Zweck zugute. Also wir haben einmal so Rocher-Pralinen gemacht, dann so köstliche, so etwas mit Früchten drin und so Schokokrossis. Also die Eltern, die Lehrer und auch die Oberstufenschüler, die haben sich wahnsinnig viel Mühe gegeben. Das ist schon ganz toll mit anzusehen. Auch ganz schön eigentlich. Es war schade jetzt hier gerade bei dem Flashmob, dass es hier so laut drumherum war. Ansonsten war das richtig toll. Ich finde es toll, wie es hier aufgebaut ist und organisiert ist, ja. Um 18 Uhr endete die Veranstaltung im Clemens-Brentano-Gymnasium. Am Donnerstag wurde noch einmal richtig aufgeräumt, um am Freitag die Sommerferien antreten zu können.